sorry. Jo, jetzt habe ich den Mike vor mir. Mike, wie geht's dir? Mir geht's top. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Echt? Ja, also, ich meine. Sag mal, was hat dich denn dazu bewogen, beim Dschungelcamp mitzumachen? Ja, also ich wollte ja schon immer dahin, ne? Das ist ja für mich so ein kleiner Traum gewesen, ne? In den Dschungelcamp zu gehen und den konnte man jetzt erfüllen. Also für mich 1A Show. Hast du dich irgendwie vorbereitet, bevor du da rein bist? Ja, ich habe tatsächlich vorher ein bisschen auf meine Ernährung geachtet und ein bisschen schon mal weniger reduziert so. Da will ich mich da an das Essen gewöhnen. Ich glaube, das war auch ganz gut. Und mit wem hast du dich denn so am besten verstanden und mit wem am wenigsten? Oh, ich habe mich eigentlich im Großen und Ganzen mit allen verstanden, außer halt mit Kim. Und ja, eigentlich alle. Und wem hast du den Sieg denn am meisten gegönnt, außer dir natürlich? Ich habe es allen drei Verletzten gleich gegönnt. So waren alle drei, sind alle drei super Menschen und hätten es auf jeden Fall alle drei verdient gehabt. Und was kommt jetzt danach, nach dem Dschungelcamp? Ja, da steht ja in den Sternen. Ne? Da schauen wir mal, was danach kommt. Ne? Da sehen wir dann. Würdest du denn nochmal ins Dschungelcamp gehen? Ja, natürlich. Warum nicht? Klar. Ja, super. Dann schon mal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und ja, wir sind schon mal gespannt, was 2024 noch so von dir zu hören ist. Ja, danke auch. Und vielleicht hört man sich ja nochmal. Das hoffen wir.